Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Ja, wir stehen jetzt hier in einem Stall in der Akala-Region und zwar in Süd-Akala, was offensichtlich nicht der richtige Stall ist, den wir gesucht haben, weil der Pferdegott Malon ist im Ost-Akala-Stall erschienen und im Taburasa befindet sich östlich vom Stall, glaube ich. Also wir werden jetzt wahrscheinlich Richtung Osten einfach mal gehen und uns umgucken. Ich wünsche euch bei dem Ganzen viel, viel Spaß. Ja, was soll ich sagen? Ich muss mich gerade mal ein bisschen umgewöhnen. Irgendwie hat OBS ja mittendrin jetzt gerade irgendwie ein Update gezogen. Aber ich bin ja mitten in der Aufnahme und irgendwie so ein bisschen Faxen gemacht. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt auch irgendwie eine andere Aufteilung. Also irgendwie ist es jetzt so ein bisschen chaotisch, weil ich es nicht mehr so eingestellt bekommen habe, wie ich es hatte. Aber irgendwie habe ich dadurch jetzt einfach auch viel, viel mehr Platz für mich auf meinem Screen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ja, muss ich mich gerade so ein bisschen finden. Ich hoffe, dass es... Oh, das war mein Schoß schon wieder. Ich hoffe, dass das alles richtig aufnimmt, Ladies and Gentlemen, und wünsche euch jetzt viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir werden jetzt erstmal vielleicht 1, 2, 3 Dinge kochen. Ja, ich bin gerade verwirrt, weil das alles irgendwie gerade so XXL groß aussieht. Aber gut, es ist so, wie es ist. Also, ja, ist voll gut. Was kochen wir denn Schönes? Oh, guck mal, wir haben so viel Fleisch. Pass auf, ich werde mal jetzt zweimal Fleisch machen. Und vielleicht werden wir erstmal da zu dem Schrein da oben gehen, der jetzt in der Nähe ist. Das wäre jetzt am klügsten, intelligentesten und schlauesten, wenn wir das machen. So, Ausdauersachen haben wir jetzt hier nicht mehr. Sollten wir... Ich probiere mal zweimal so einen Fisch zu machen. Oh. Was bitte? Zwei Eier über was? Ist das so ein krasser Fisch? Da reicht ja einer. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wie ihr an meinem Gesichtsausdruck seht. Ja, das wollte ich doch haben. Perfekt. Ich würde sagen, das reicht doch jetzt. Oder machen wir noch was Kleineres? Pass auf, wir machen noch ein kleineres Gericht. Oder haben wir noch irgendwas Schwertschnapper? Was haben wir denn noch für schöne Fische? Zitterforelle, Glutforelle. Pass auf. Einfach mal 3 Hyrule-Barsche ohne alles. Ich hab jetzt auch Bock auf Fisch. Habe ich gesagt, dass ich Hunger habe? Habe ich gesagt, dass ich danach was essen will? Ja, jetzt ja. So, ein Fischspieß. Sehr cool. Das machen wir. Und ansonsten habe ich jetzt überlegt, ob wir warten. Aber worauf sollen wir warten? Ah, oh. Wir werden... Oh, oh, da liegt einer, der zu seinem Freund will. Ich bete meinen Freund. Und da sind Leuchtsteine. Wo ist denn dein Freund? Wir fragen ihn mal, wo sein Freund ist. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Ja, das denkt man nie. Da hinten irgendwo. Puh, ist gar nicht meine Mission. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Aber theoretisch ist es einfach nur hinlaufen, oder? Ich will zu meinem Freund. Also so ein Ding. Haben wir nicht irgendwas, was wir ranklöppeln können? Versaue ich jetzt sowas? Basuf. Basuf. Und da war es weg. Wo ist es hin? Da ist es hin. Renn doch nicht weg. Aber 19 ist jetzt gar nicht mal so übel. Okay, pass auf. Ich werde... Versuchen die jetzt einfach mit zu transportieren. Ich will zu meinem Freund. Ich habe Hunger. So wollen wir beide irgendwas. So, wir nehmen jetzt einfach mit. Weil ich habe ja jetzt hier nichts, was ich bauen kann. Vielleicht klappt das ja. Wir gucken mal. Aber das safe funktioniert das so nicht. Ich nehme mich jetzt einfach erstmal so mit. Können wir eigentlich mit ihm auch rennen? Nee, können wir nicht. Fantastisch. Gut. Es hätte sein können. Kommst du jetzt mit? Komm mit. Uff. Wenn ich dich kostenlos hier trage. Sollen wir gucken, ob wir ihn da hinkriegen.
Ja, weiß ich doch. Aber was nimmst du auch so viel Gepäck mit? Ist ein bisschen selber schuld. Das sieht halt auch richtig weit aus. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ist eigentlich gar nicht die Mission, die ich gerade vorhatte. Das so, by the way. Schleim. Lasst mich in Ruhe. Sieht jemand irgendwo, wo wir hin müssen? Wäre ja, natürlich klug gewesen, vorher auszuloten, wo wir hin müssen. Oh, ich habe echt Hunger. Ich brauche danach Essen, glaube ich. Wir müssen deinen Freund finden. Er ist bestimmt irgendwo oben. Ich werde mich mal umgucken. Sehen wir den Rauch noch? Da hinten. Kriegen wir hin. Weil das wäre ja lustig, wenn wir den auch mal ohne weiteres einfach nur so getragen bekämen. Aber vielleicht geht das Ganze auch noch Zeit. Nö, sieht gut aus. Ich glaube, das haben wir easy peasy geschafft. Ja. Endlich wieder zusammen. Bitteschön. Friends forever. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Dankeschön. Firma dankt. Ja. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht tun, aber das hat sich jetzt tatsächlich sehr, sehr angeboten. Ja, mega. Dann laufe ich zurück und sammle noch ein bisschen Sachen ein. Hier wollte ich ja eigentlich gar nicht sein. Und es ist schon wieder dunkel. Tief dunkle Nacht. Ach nee, ne? Ich höre schon wieder, was ich nicht hören will. Ach nö, und jetzt regnet das. Und ich höre irgendwelches Echsengedöns, Zeugs hinter mir. Die brauche ich. Oder die will ich zumindest jetzt, so wie sie leuchten. Vor allen Dingen, wenn es jetzt regnet, kommen wir da nämlich auch nicht hoch. Was? Meine Waren werden nass. Hä? Oh, du mal wieder? Womit verdiene ich denn die Ehre, bei so tollem Wetter von dir angequatscht zu werden? Na egal, wo du schon hier bist. Möchtest du vielleicht was kaufen? Jetzt zeig mal, was du hast. Goronengewürz? Aber Synthese? Das reizt mich doch. Ich hätte gern Goronengewürz. Dreimal. Dankeschön. Kompliment, ein guter Kauf. Und es reicht. Dankeschön. Mehr möchte ich nicht. Nö, auf Wiedersehen. Gute Weiterreise und so. Also jammer nicht, du hast ja Umsatz gemacht. Ja, das Wetter ist kacke. Ich könnte mir auch anderes vorstellen, als jetzt hier lang zu latschen bei dem Wetter. Also sind hier nicht bei Wünsch dir was. So. Ich möchte darauf. Wir sind hier nicht bei Wünsche was. Ich möchte darauf. So, unbedingt zu dem Apfelspot mal wieder gehen. Da oben hängt ein Goldener, sehe ich gerade. Boah, den Goldenen, den müssen wir auf jeden Fall runterholen. Halt, bleib hier. Apfel mit Pfeil. So, aber wenn es regnet, können wir halt nicht klettern, ne? Mann. Das ist ja jetzt schon wieder dumm. Auch so ein bisschen vielleicht. Wir können es mal probieren, aber ich glaube, wir werden runterrutschen. Ja, aber sowas von. Mann, Mist, warum regnet denn das jetzt? Oh, ja. Kommt einfach immer ungünstig. Grau, nass und eklig. Jetzt fehlt nur noch Blutmond. Was machen wir denn jetzt? Ich kann den Regen ja jetzt nicht wegzaubern. Mann. Ich möchte hier nicht sein, wenn es regnet. Aber ich will auch nicht in den Stall zurück. Kommen wir trotzdem irgendwie hin? Ich probiere es mal. Oh, hat es aufgehört? Ja, Durchhaltevermögen zahlt sich aus. Ab zum Schrein. Und zwar haben wir den Maya-Chi-De-Gin-Schrein. Ey, die haben die Namen doch safe ausgewürfelt. Irgendwie zusammengewürfelt. Na denn, mal rein. In den Schrein. Ich bin nackt. Warum bin ich nackt? Wo ist meine Kleidung? Dieser Schrein bannt und läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Was?
Nur jenem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Nacktes Überleben. Gejagt. Von wem? Das heißt, ich habe meine Hand. Ich habe meine Handkräfte. Link ist nackt. Er muss die ganze Geschichte nackt erledigen. Toll. Nackt und allein. Könnt ihr auch mal zum Friseur gehen. Entschuldigung. Was ist das? Was kann das? Ich weiß noch nicht, was es kann. Aber wir haben da ja eine Keule. Aber kann ich nicht die Keule da einfach mitnehmen? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Pass auf. Und da habe ich einen Bogen. Und Pfeile. Das passt doch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. So. Das war Ebene Nummer 1. Und da verschwindet meine Stimme. Weil guck mal, wie viele Konstrukte hier jetzt einfach am Start sind. Kann ich nicht irgendwas synthetisieren? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt habe. Ich würde es einfach mal probieren. Was kann ich damit machen? Automatisch Transporter. Kann ich hier mitnehmen? Ich nehme ihn einfach mal mit. Lass sie mal loslaufen. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Aber der läuft doch. Ah, guck mal. Er macht automatisch Konstrukte irgendwie. Warte mal. Okay, krass. Dann lassen wir ihn mal automatisch angreifen. Wir können ja auch einfach ablenken. Wo soll ich denn hin? Oder soll ich die alle besiegen? Ich lasse ihn einfach erstmal machen. Aber der wird safe auch irgendwie kaputt gehen. Ich werde mal gucken, ob wir oben irgendwas Krasseres haben, was wir einsetzen können. Die sind ja jetzt alle abgelenkt. Ah, guck mal, hier ist der nächste. Aktivieren wir die Geschichte doch einfach mal. Und wir können... Pass auf, dann mache ich lieber eher einen Flammenwerfer ran. Pass auf, dann werde ich hier... Kann ich die Synthese rückgängig machen. So. Und... Das ist ja, glaube ich, ganz gut. Vielleicht. Ich werde mal von hier oben gucken, was da Phase. Hier oben ist doch einer. Die Niederbrennen ist doch eine Lösung, oder? Nee, nicht ganz. Der ist wahrscheinlich einer, der irgendwie mit so einem Horn irgendwie. Ich weiß noch nicht, was er macht. Aber hier liegt ja ganz viel Zeugs rum. Was ist das? Was macht das? Ah! Okay, das Teil ist geil. Autsch, warte mal. Oh, warte, das klöppeln wir da ran. Warte, das machen wir da ran. Können wir das ran synthetisieren? Das ist doch geil. So machen wir es und dann verschwinde ich jetzt wieder. So. Damit sollte es doch funktionieren, oder? Weiß doch nicht genau. Ich lasse den einfach mal machen. Was ist das?
Okay. Okay, pass auf. Also werden wir jetzt mal ein bisschen was ransynthetisieren auf die Schnelle. Und hier an den jetzt mal was ranmachen. Den anschalten. Und den mal nach unten heben. Meine kleinen Kriegsroboter. So läuft das. Die Geschichte nehme ich einfach mit. Da hinten ist doch noch einer. Perfekt. Ja, guck mal. Mega gut. Erledigt. Das machen wir jetzt auch daran. Können wir nicht so Überdings machen? Zack. Und einfach mehrere Sachen drauf. Warte, das würde ich mir noch angucken. Wow. Okay, geil. Das Ding ist krass, glaube ich. Fahr doch zum Ziel. Alter, das ist geil. Wir haben jetzt gleich alles erledigt. Wir haben zwar nichts angeguckt und gesehen, aber wir haben andere für uns kämpfen lassen. Es sei dir erneut gestattet, Werkzeug zu verwenden. Das ist aber toll. Vielen Dank dafür. Juhu, ich darf Werkzeug verwenden. Ist aber jetzt noch nicht... Doch, ich wollte gerade sagen, ist noch nicht vorbei. Hängen meine ganzen Kriegswaffen da jetzt noch rum? Ja. Geil. Sag mal nicht. Mega geil. Wir hätten so viel noch miteinander kombinieren können. Aber liegt da jetzt noch Zeugs rum? Oder? Nö, ne? Oh, der schießt auf mich, glaube ich. Ist das geil oder ist das geil? Also richtig geile Bauteile gibt es hier noch. Richtig geile Bauteile. So, wir haben es leider nicht mit beobachten können und nicht mitgesehen. Aber für unsere taktische Kriegsführung jetzt hier in diesem Schrein war das die perfekte Lösung. Ich weiß, wir hätten alle sehr, sehr gerne gesehen, wie unsere selbstgebauten Konstrukte da irgendwas erledigt hätten. Aber ich meine, wenn ich so einen kleinen Mini-Roboter habe, den ich auf den Weg losschicken kann, mache ich das doch. Aber schön, dass man mir meine Kleidung wiedergegeben hat. Vielen Dank dafür. Gamma-Elite-Lanze. Okay. Nehme ich mit. Vielen Dank dafür. Das war doch ein lustiger Schrein. Den fand ich lustig. Gesiegt. Ah. O Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Noch einen, dann lohnt sich das Beten. Dann würde ich nämlich gleich einmal Ausdauer und noch ein Herzteil dazu haben wollen. So, an der Cola verschluckt. Ich werde die Hand am Ende nicht mehr hergeben wollen, ne? Sag ich euch gleich. Bring! Nummer 7. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Aber ich war immer noch nicht in dem Tempel, ne? Also, wir suchen sowas wie Taburasa jetzt zum Beispiel. Wir müssen gleich mal auf die Karte gucken, wo wir sind und wo wir hinwollen. Und wo wir vielleicht hin können. Ich habe eine Idee, wo wir hinwollen und können. Es hieß ja östlich vom Stall. Also, das heißt, das wäre ja... Aber ist das irgendwo hier... Also das wäre jetzt östlich. Wobei, könnte das Taburasa sein? Ich weiß nicht mehr, was Also es sieht zumindest nach Dorfform aus, ne? Dann müssen wir hier diesen ganzen Bogen rumlaufen, weil hier der Weg reinführt. Dann folgen wir einfach hier jetzt dem Weg, ne? Dann folgen wir hier jetzt vielleicht am klügsten dem Weg. Machen wir. Ist der hier unten? Führt der hier unten lang? Ja, ich glaube ja.
Wäre halt die Überlegung, ob wir uns Epona rufen, aber ich weiß nicht, ob wir da erst nochmal zum Stall zurück müssen. Eigentlich ist Epona ja draußen, aber irgendwo sehr weit weg. Da hinten. Ich weiß halt nicht, ob Epona so weit kommt. Ist halt in einem komplett anderen Map-Teil. Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Nee. Okay, so viel dazu. Dann laufe ich jetzt. Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück zu dem Stall. Einmal nix, aber wir haben Licht. Genießen wir Tageslicht. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele. Die sollte ich nicht verschwenden und eher lieber einsammeln. Ja gut, dann würde ich sagen, folgen wir einfach strikt dem Weg. Ja, machen wir das. Folgen wir strikt dem Weg und gucken wir einfach, was wir da so am Rande noch entdecken. Aber ich würde sehr gerne auch noch ein bisschen jagen nebenbei, weil das Essen ist halt auch schneller weg, als man gucken kann. Aber nicht so kleine Eichhörnchen. Ich laufe ein bisschen hier jetzt in das Waldige rein. Ah, da sind auch wieder diese komischen Pfeile. Da weiß ich noch nicht, was es damit auf sich hat. Irgendwas Ekliges ist hier schon wieder am Start. Auch nicht ihr schon wieder. Alter, auf die habe ich ja jetzt keinen Bock. Ist das ein Bär? Das ist einfach mal ein fucking Bär. Hilfe! Bär! 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 Ein Bär gibt bestimmt ordentlich Fleisch. Wir haben bis jetzt noch keinen Bären erlegt. Bleib doch hier! Ah, der Bär greift mich an. Der Bär greift mich an. Kämpfe mit den Bären. Oh, Link kämpft mit den Bären. Können wir darüber reden, dass das vielleicht eine dumme Idee ist? Warum mache ich das jetzt? Ich weiß auch nicht. Ah, Hilfe. Ich sehe nichts. Wow, warum ist der so stark? Das ist doch kein Bären erledigt, ne? Autsch! Können wir bitte einen Bären? Was kriege ich, wenn ich einen Bären erlege? Das wäre jetzt halt meine Frage. Bleib doch stehen! Ja, dieser scheiß Schleim noch da oben drauf. Mann! Oh, Gras! Wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt weg? Oh, das hatten wir doch schon mal. Ganz viel investiert und dann war der Bär weg. Ja! 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 Aber was gibt's? Edelwild und Schleimgelee. Und Luxus. Ah, Luxuswild. Also so ein Bär legen lohnt sich dann doch. Aber wir haben jetzt richtig, richtig viele Pfeile verschwendet, ne? Der arme Bär. So, wo ist jetzt the right way? Alpa-Pass. Aber ist das der richtige Pass? Nee, ich bin schon wieder völlig falsch. Ich bin schon wieder völlig falsch. Also pass auf, ich muss da lang. Ich bin völlig falsch. Der falsche Weg. Oder? Ja, ich bin völlig falsch. Ich muss auf einen komplett anderen Weg. Das fällt mir jetzt erst auf. Mann, wie dumm. Okay, pass auf. Dann lass uns jetzt über diesen Berg rüber. Irgendwo unten muss noch ein Weg sein, wo ich eigentlich hin will. Das ist, wenn man einfach blind irgendwo langläuft, ohne nachzudenken und zu überlegen. Funkelfrucht. Elektrofrucht. Okay. Frucht, Elektrizität. Ah, gut. Wir können jetzt Elektrizität machen. Irgendwo dahinter muss der richtige Weg sein, den ich jetzt suche. Wasserfälle. Ah, hier war ich doch schon mal. Ja, das ist der Weg. Auf diesen Weg müssen wir. Ja. Und dann müssen wir den Weg da lang laufen. Gut, ich habe den Weg gefunden. Hä?
Hört sich jetzt aber auch nicht sonderlich gut an. Ich würde ganz gerne hier noch einen kleinen dezenten Bogen drumherum machen. Ich weiß noch nicht, was es mit diesen seltsamen Feldern auf sich hat. Ich nehme jetzt einfach nur diesen Weg hier. Und dann ist das auch gut so. Da haben wir... Was haben wir da? Wo sind wir? Da. Okay. Ja, das ist der Weg, der uns hoffentlich zu einem guten Ziel führt. Geflügel! Finde ich gut. Nehme ich mit. Aber wir müssen langsam gucken, was die Pfeile betrifft, ne? Da wird es langsam ein wenig critical. Deswegen jage ich ihn jetzt nicht mit dem Pfeil. Weil... Deswegen ist so. Hat der das, was ich suche? Ich glaube, der hat so eine Feuerfrüchte hinten drauf. Ich werde mal speichern. Weil Feuerfrüchte und wir brauchen einfach auch Bomben. Aber Feuerfrüchte brauchen wir halt auch. Ich glaube, das haben die hinten drauf. Ja. Aber das Ding ist, kriegen wir die oder brennen die dann? Ich glaube, die sind alle in Brand gesetzt, ne? Ey, aua! Ich glaube, die waren dann doch zu schwer. Was war denn das jetzt? Womit hat er uns denn getroffen? Na, wir sind zumindest auf dem richtigen Weg. Ich hoffe ja, dass das Tabu Rasa ist. Von den Beschreibungen nach, von wegen hier östlich und, könnte das halt voll sein. Ja, dann leck mich am Arsch. Das gibt's doch nicht. So. Rennt er mir jetzt hinterher? Ist das jetzt dein fucking Ernst? Geh doch weg. Geh doch weg. Hat er jetzt mit Steinen nach mir geschmissen? Ich hasse euch. Tu mich verstecken tun. Oh, Alter. Kann ich nicht Steine zurückwerfen, wenn er mit Steinen werfen kann? Kann ich das doch auch? Ist er jetzt weg? Hilfe! Ach Mist. Na, jetzt werfen wir uns den Stein zu. Ach, romantisch. Wir spielen miteinander. Wir spielen miteinander. Ach, fantastisch. Ich fange ihn. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Mann, das gibt's doch nicht. Ach. Wäre gut, wenn er nicht anfangen würde zu brennen. Ich brauche die Früchte, die er da drauf hat. Was ein Rubin. Was ein Rubin. Alter! Habe ich gesagt, ich wollte essen. Ich brauche Essen. I need some food. Ist jetzt auch schon die fünfte Folge in petto. So, jetzt laufe ich an denen hier wirklich vorbei. Mir reicht das. Nicht nochmal. Zweimal sterben reicht. So, Schilderboy. Ich helfe dir. Ich muss nur gucken, womit. Also, wir haben hier ein bisschen Baustuff. Ich helfe dir. Kann ich das nicht einfach hier so drunter stellen? Ich würde sagen, ja, oder? Warte. Steht das drunter? Nö. Kann ich das drunter stellen? Nö. Aber ich kann es doch so fixieren, oder? Steht das fest? Nein, steht das nicht. Können wir testen, ob das steht. Ah, du bist's. Danke für deine Hilfe kürzlich. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, Direktor Dummster, ich meine natürlich, ein Schild hier anzubringen.
Oh je, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Ach was. Du willst es auch mal stützen? Na gut, Achtung, ich lass jetzt los. Ups. Ah, was tu? Dafür gibt's keine Entschuldigung. Es hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass diese komische Direktor-Dumste alles in Ordnung. Ich werde ihm vor eine Stütze sein müssen. Nimm. Aber kann er das Teil nicht in den Boden rammen? Gut, dann müssen wir halt irgendwas bauen, was es abstützt. Komme ich damit drunter? Nee. Warum sind die alle so belämmert von der Höhe? Passt das hier drunter? Auch nicht. Aber ich weiß auf, ich stütze das jetzt von der Seite. Das würde zwar richtig arg hässlich aussehen. Ich weiß ja nicht, ob das passt. Lass mal los. Was ist? Ich muss mich darauf konzentrieren, dass Direktor Dumster, ich meine natürlich, das Schild nicht umfällt. Lass los. Ja. Es passt. Ob das gut geht? Fällt es auch wirklich nicht um? Doch. Was zur? Dafür gibt's keine Entschuldigung. Mann, dein Kackschild, Alter. Ja, ich habe dafür gerade keinen Nerv, merkt ihr, ne? Also, ich habe dafür keinen Nerv. Ich will jetzt nach Taburasa. Himmelarsch. Wo geht's denn da jetzt hin? Wo ist denn da jetzt der Weg? Ihr merkt, ich bin hungrig, ne? Dann bin ich echt nicht ich. Wenn ich Hunger habe, ist vorbei. Dann töte ich alles, was mir in den Weg kommt. Ich hoffe ja, dass es das ist. Wenn ich jetzt wieder falsch laufe, boah, kriege ich ja echt eine Krise. Ich will jetzt an ein Ziel kommen. Boah, viele Vögel. Lecker essen. So, wir müssen jetzt echt langsam haushalten mit den Pfeilen. Oh, bitte lass das ein Dorf sein. Wir sind endlich mal wieder ein Dorf. Wir waren schon so lange in keinem Dorf mehr. Wir waren nur in so kurzen Festungen irgendwie, die jetzt keine wirklichen Dörfer... Naja, doch, das Dorf der Ornis. Aber das war auch echt ungemütlich und unsympathisch. Das war kalt und eklig. Sag mir, dass da jetzt was Gutes draufsteht. Taburasa! Aber nach unten? Hä? Warte. Ah, ja doch, da lang. Da lang, da lang, da lang. Hier, da ist er. Dumpster, wir müssen bestimmt alle Schilder erst irgendwie richtig gerade rücken, bevor das funktioniert. Safe. Taburasa, wir haben es gefunden. Ladies and Gentlemen. Das ist geil. Da freue ich mich jetzt drauf. Aber warte, ja, doch, stimmt. Ah, ja, ja. Dann war das, was ich meinte, Athen oder sowas? Ach, ich habe keine Ahnung. Irgendein Dorf meinte ich, wo wir ein Haus hatten. Mann, du dämlicher Fuchs. Geh weg. Wir haben ein Dorf erreicht. Oh, wie gut. Aber, oh, pass auf. Lass uns als erstes mal beten gehen. Oh, schöne Musik. Geil. Also, Ausdauer, habe ich gesagt, brauchen wir, ne? Und ich brauche Essens. Ich brauche Essens. Du hast Herausforderung bestanden und Segenslichter erhalten. Ich erbitte Ausdauer, unbedingt. Ja, unbedingt. Bitte, bitte, bitte. So sei es. Und mit dem nächsten holen wir uns dann noch ein Herz. Aber irgendwie sieht Taburasa auch komplett anders aus als in Tears of the Kingdom. In Breath of the Wild. Bling! Mega. Bringe der Welt den Frieden zurück. Mach ich. Warum ist denn jetzt hier schon wieder dunkel? Was soll das? Stör mich nicht. Ich spiele gerade mit Mathilda. Das Spiel geht darum, dass Mathilda die Voi, die nicht in die große Stadt lassen darf. Voi müssen irgendwelche richtig bösen Monster sein. Wenn ich mal groß bin, können die sich auf was gefasst machen. Servus, Seppa. Du, sag mal, bist du etwa eine Freundin von meinem Papa?
Papa ist endlich wieder da, nach so langer Zeit. Ich ziehe bald fort von hier, deshalb will ich vorher noch ganz viel mit Papa und den anderen spielen. Mach das, Mathilda. Bist du ein Händler? Hast du Sachen zu verkaufen? Oh, hier sind Bomben. Ich will sie haben. 40 Öcken das Stück. Du bist zum ersten Mal bei uns im Laden, stimmt's? Ja. Das ist auch keine schlechte Wahl, aber wenn du schon hier bist, solltest du auch etwas Monsteressenz mitnehmen. Allein schon, weil wir der einzige Laden sind, in dem du Monsteressenz kaufen kannst. Kostet? Hauptsächlich verkaufen wir hier nützliche Materialien, die du an deinen Pfeilspitzen anbringen kannst. Aber ich habe einen guten Draht zu einem Hersteller, weswegen wir jetzt auch Monsteressenz bester Qualität anbieten. Darauf ist Verlass. Also los, kauf dir was. Ja, ich will Donnerblumen kaufen. Alle. Hals am Schneider. Du bist der freigebig sein, wenn du gleich den gesamten Vorrat kaufst. Ich stocke besser schnell meine Waren auf. Ja, besser ist das. Ja, aber mal 5. Pass auf, dann nehmen wir für 40 Rubine auch nochmal was mit. Was kostet die Geschichte jetzt? Ah, aus Kiltons Monsterforschung. Okay, haben wir ja bis jetzt noch keine eingesetzt. Also, ich habe ein paar Bomben. Da bin ich ein bisschen glücklich drüber. Was gibt's noch Schönes? Ach, wer bist du denn? Oh Gott, ist der putzig. Darauf ist Verlass. Pupunda, zerleg das! Hast du jemals bereut, einfach irgendwas mit einer wertvollen Waffe oder einem schönen Schild verbunden zu haben? Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Pupunda, der Zerleger. Ganz fix heißt es Tada und dein Zeug ist wieder genau, wie es mal war. Einmal zerlegen für nur 20 Rubine. Möchtest du eine Waffe oder ein Schild wieder in den Originalzustand versetzen? Auf Wiedersehen. Komm zurück, wenn du jemals eine Waffe oder ein Schild mit etwas verbunden hast und wieder zerlegen möchtest. Das heißt, ich kann dann wahrscheinlich alle Sachen hinterher noch benutzen. Nicht wie wenn ich selbst die Synthese löse. Warum geht die Kiste nicht kaputt? Ich wollte schon sagen. Geh doch kaputt. Nicht schieben. Zerlegen. Aua. Also echt ein Stück Herz verloren. Ach, ernsthaft. Weil ihm die Kiste auf den Fuß gefallen ist. Oh. Ist jetzt alles zerbrochen? Ernsthaft jetzt? Das ganze Schwert gleich mit? Nee, ich wollte schon sagen. Also nur das Ding, was da dran hing. Aber 36 ist auch krass, ne? 36 ist das Krasseste. So. Die ordentliche Axt mal hier ran. Ich zerlege euch alles. Ich bin Link der Zerleger. Ist das eine Wohnung? Kilton! Ja, hallo! Es ist eine Ehre, dich in so einer wunderschönen Nacht wiederzusehen. Du hast meinen kleinen Bruder Colton wieder getroffen, stimmt's? Man kann es ganz deutlich riechen. Sei bitte immer schön lieb zu ihm, auch wenn es nicht zu den allerlästigsten Gesellen zählt. Aber lass mich dich richtig begrüßen. Ich bin Kilton. Ich habe früher aus Monstermaterialien Dinge hergestellt, die ich in meinem Laden verkauft habe. Aber nachdem ich genug Geld beisammen hatte, habe ich den Stand meinem Bruder übergeben. Und dann habe ich mir meinen langgehegten Traum erfüllt und mir hier etwas Land gekauft. Leider brauche ich den Direktor des Bauunternehmens Dumpster und der hat gerade etwas Wichtiges zu tun. Aber nichtsdestoweniger steht die Erfüllung meines Traums kurz bevor. Ich zittere nur beim Gedanken daran schon vor Aufregung. Dein Traum? Nur unter uns, schon seit ich klein war, fand ich Monster großartig. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist jetzt normalerweise der Moment, wo die Leute sagen, was, Monster, geht pfui. Aber du scheinst erfrischend anders damit umzugehen. Wie wunderbar. Natürlich sind Monster gewalttätige, weithin verhasste Kreaturen. Aber gibt es etwas Traurigeres, als gehasst zu werden, nur weil man missverstanden wird? Deswegen möchte ich den Leuten Monster näher bringen, damit sie irgendwann so lieben wie ich. Das ist mein Traum. Und dafür brauche ich die Hilfe des großen Dumpster. Hehe, wenn Dumpster endlich Zeit hat, solltest du unbedingt wiederkommen. Da gibt's ein monstermäßiges Spektakel. Kiltons Stimme hat mir ja so ein bisschen seltsam gemacht. Aber lebt er hier in der Höhle? Achso, ich wollte gerade sagen, lebt er hier in der Höhle? Aber das ist einfach nur so ein Loch.
Okay, gut. So hat jeder einen anderen Traum. Und Sie, werter Herr? Oh, werte Dame. Entschuldigung, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Oh, schau an, schon wieder ein Reisender. Der Burasa ist in letzter Zeit ganz schön bekannt geworden. Das und auch alles andere ist Direktor Dumpster zu verdanken. Ich bin ihm unendlich dankbar. Direktor Dumpster? Ich spreche vom Direktor des Bauunternehmens Dumpster, der eigenhändig dieses Dorf erbaut hat. Ja. Dumpster ist derjenige, der auf dieses Schild gemalt ist. Aber manchmal verwechselt mein Mann das Schild mit Dumpster selbst und wünscht ihm einen guten Tag. Direktor Dumpster scheint immer so beschäftigt zu sein, aber im Moment ist er wohl ausnahmsweise einmal im Büro. Vielen Dank, werte Dame. Entschuldigung, dass ich Sie erst als Herr angesprochen habe, aber manchmal ist es bei mir so ein bisschen komisch. Und Sie? Du bist doch ein Herr. Ah. Oh, hallo, wie schön, Sie wiederzusehen. Ich bin in letzter Zeit wirklich vergesslich geworden, aber an Sie kann ich mich selbstverständlich noch erinnern. Ja, genau. Wir haben uns dort drüben getroffen oder vielleicht war es auch da hinten. Ach, egal. Sie brauchen sich darüber keine Sorgen zu machen. Mache ich ja auch nicht. Okay, gut, also. Niedliches Ehepaar. Süßes kleines Ehepaar. Und, oh Gott. Oh, da überkommt es mich gleich. Geh mir doch mal hinterher. Vielleicht lässt er mich einfach mal rein in die Bude. Hübsch, hab's es hier. Bisschen dunkel. Ich würde ja sehr gerne wohl ein Funkel-Funkel-Dings irgendwo an die Decke machen, aber hübsch. Kommt die werte Dame auch? Vielleicht. Wir laufen mal nach oben. Ui. Ach, hübsch. Können wir noch höher? Ich würde gerne mal ihr Dach besichtigen. Auch ein zauberhaftes Dach. Fantastisch. So, jetzt habe ich gesehen, wie es bei Ihnen aussieht. Da leuchtet's doch. Da leuchtet's doch. Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn hier? Ist aber jetzt kein Schrei. Was ist das? Hä? Ah, ich habe das Ding mal mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht kann man es gut verkaufen. Aber es scheint einfach nur ein komischer Stein zu sein. Ich sollte schleunigst jemanden finden, der dumm genug... Was ist? Willst du zum Projektgelände? Wenn du die Schwebebahn nehmen willst, muss ich eine Nutzungsgebühr erheben. 20 Rubine, das geht für alle, ganz ohne Ausnahme. Allerdings kostet nur die allererste Fahrt. Danach kannst du so oft fahren, wie du willst. Ein überaus großzügiges Angebot, findest du nicht? Hier, deine 20 Öcken. Gut, dann will ich dich mal durchlassen. Oh ja, da klingelt die Kasse. Die Steuerung ist einfach. Mit einem Schlag bewirkst du, dass die Bahn losfährt, beziehungsweise anhält. Benutzt das Ding ruhig jederzeit. Die Schwebebahn? Die Schwebebahn ist Direktor Dumpsters ganzer Stolz. Durch die Luft von Taburasa direkt zum Projektgelände. Wusstest du, dass in letzter Zeit auffällig viel Werkzeug einfach so und ausgerechnet über dem Gelände vom Himmel fällt? Direktor Dumpster bastelt alles möglich, indem er mit diesen Dingen vom Himmel herumprobiert, bis etwas funktioniert. Seine Schwebebahn ist ein Meisterwerk, das ganz leicht zu steuern ist, nämlich indem man draufschlägt. Das kann jeder. Und der Stein da hinten? Oh, interessierst du dich etwa für diesen Stein? Tja, der war auf dem Projektgelände vergraben. Es ist ein seltener Stein, also habe ich ihn ich habe ihn als kleines Andenken mitgenommen. Aber wenn du Interesse hast, würde ich ihn an dich abgeben. Kauf ihn jetzt zum Schnäppchenpreis von nur 100 Rubinen. Ich nehme ihn mit. Ich habe den Eindruck, ich brauche ihn. Stein zu verkaufen. Hä? Was soll denn das? Hallo? Du versuchst doch schon wieder einem Fremden irgendeinen Schund für einen Haufen Rubine zu verkaufen. Gibt's Ärger mit der Frau. Das Ding sieht aus wie ein zu groß geratener Feuerstein. Das kann doch nichts Besonderes sein. 50 Rubine sollten für sowas mehr als genug sein. Du, nein, versteh doch. Das ist ein ehrliches Geschäft. Na gut, aber dann sieh mich auch bitte nicht mehr so böse an. Also gut, was hältst du von 50 Rubinen? Ich habe doch schon gesagt, ich nehme ihn. Was? Ich habe es tatsächlich geschafft, diesen seltsamen Stein zu verscherbeln. Ich bin ein Glückspilz. Das ist großartig. Junge, du musst Adlerauge haben. Dieser Stein wird als äußerst wertvoll gehandelt. Es ist definitiv ein guter Kauf.
Von diesem Moment an gehört der Stein dir. Bitte nimm ihn dir. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich mit diesem Stein anstellen soll, aber ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Steins. Ich lasse ihn einfach hier stehen. Du kannst ihn dir jederzeit nehmen, wenn du möchtest. Der muss safe irgendwo dieses Projektgelände rüber. Bringe den Kristall an jenem Ort dar, den das Licht zeigt. Dann schenken wir dir ein Licht, das der Finsternis... Ich weiß nicht. Irgendwas mit Licht der Finsternis. Ich habe doch geahnt. Ich habe es doch geahnt. Aber da drüben ist doch nichts. Da ist doch nichts. Aber hier ist was. Tomaten. Tomaten. Okay, kein Stein, das ist ein Kristall. Und wenn du jetzt hingucken würdest, würdest du sehen, dass dieses Teil leuchtet. Also, das Ding können wir benutzen, werden wir tun, wenn wir einmal drumherum gelaufen sind. Pass auf, Ladies und Gentlemen. Wir werden uns in Taburasa weiter umsehen, aber das nächste Mal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Ich habe nämlich jetzt Hunger und ich brauche Essen. So sieht es aus. Sonst bin ich nämlich auch schlecht gelaunt. Musik.